Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Klein und Kurvig Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Jacqueline und auf meinem Kanal geht es ganz viel um Körperwahrnehmung, um Mode und darum, wie wir es schaffen, uns in unserem Körper einfach ein bisschen wohler zu fühlen. Dafür habe ich mir ein kleines neues Format überlegt und zwar teste ich verschiedene Online-Shops, beziehungsweise eigentlich sind es Plus-Size-Shops oder Shops, die eine Curvy-Linie haben, also eine Kleiderlinie, die für kurvigere Frauen ausgelegt ist. Und heute geht es um den Shop MS Mode. Ich persönlich habe in meinem Leben noch nie von diesem Shop gehört. Irgendjemand von euch hat mich darauf gebracht, da mal vorbeizuschauen. Und was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Ich habe Klamotten bestellt und sie für euch anprobiert. Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt. Bevor ich mich jetzt gleich ins erste Teil schwingen werde, gibt es verschiedene Kategorien, die ich bewerte. Es gibt 6 Punkte, die ich grundsätzlich bewerten werde. Die ersten 4 davon kann ich euch jetzt schon sagen, denn ich habe natürlich ein bisschen rumgestöbert und mir alles angeschaut. Und das allererste, was ich immer bewerte, ist der Aufbau und die Struktur eines Online-Shops, weil für mich gibt es nichts Nervigeres, als nach etwas zu suchen und es nicht zu finden. Und das hat MS Mode ganz, ganz toll gemacht. Also ich bin begeistert davon. Es ist sehr übersichtlich. Es gibt verschiedene Kategorien zu den Stilen, die man zum Beispiel sucht. Also es gab zum Beispiel eine Seite mit Festival-Looks oder mit ganz außergewöhnlichen Looks oder halt dann ganz normal, was man suchen möchte. Kleider, Jeans, Röcke. Also das war alles wunderbar. Man konnte auch einen extra Reiter dafür finden, wo die Sachen im Angebot sind. Und deshalb gibt es von mir für diesen Shop 5 von 5 Punkten. Der nächste zu bewertende Punkt ist eine Art Menge oder Auswahl, also einfach wie viele Teile hat der Shop, gibt es genug Auswahl, also gibt es zum Beispiel verschiedene Kleiderschnitte, verschiedene Jeansschnitte oder Farben und da waren die eigentlich relativ gut aufgestellt. Es gibt natürlich Shops, die haben weitaus mehr Auswahl, aber das, was sie angeboten haben, war, finde ich, sehr bedacht gewählt. Also die verschiedenen Schnitte, die sie hatten und die verschiedenen Muster und Formen, da war für jeden was dabei und das finde ich sehr, sehr gut. Deswegen gibt es da von mir auch 4 von 5 Punkten. Für mich was ganz, ganz Wichtiges ist, dass Mode ein bisschen mit der Zeit geht, beziehungsweise eigentlich die Shops oder die Geschäfte, die sie anbieten, ein bisschen mit der Zeit gehen. Das heißt, wenn ich etwas einkaufen möchte, dann erwarte ich schon so ein bisschen, dass das Geschäft auch ein paar modernere Sachen führt. Das heißt nicht unbedingt, dass ich mit jedem Trend mitgehe. Also ich bin zum Beispiel absolut kein Typ dafür, der Neonsachen oder Radlerhosen trägt, nur weil sie jetzt modern sind. Aber ich finde, man sollte sie halt anbieten, ne? Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Obwohl es natürlich wieder ein Shop ist, der für größere Größen gedacht ist, hatten sie wirklich super viele Sachen da, die mich erstaunt haben, dass sie die einfach in größeren Größen anbieten. Also es gab so coole Military-Sachen, es gab viele Neon-Sachen, es gab Radlerhosen, es gab ganz ausgefallene Kleiderschnitte und Muster. Also das war wirklich sehr, sehr klasse. Darum da auch von mir 4 Punkte. Ein Punkt, der finde ich vor allen Dingen für euch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ihr sehen könnt, wie Kleidung an verschiedenen Figuren wirkt. Dass man nicht ins Geschäft geht und Kleidung an einer Schaufensterpuppe sieht, die sehr, sehr dünn ist. Oder eben auf einen Online-Shop geht und Kleidung sieht an einer Kleidergröße 34, aber halt keine Ahnung hat, wie das an einer 40, 42, 44 wirkt. Das haben die dort auch wieder ganz, ganz klasse gemacht. Die haben super schöne Models, ganz, ganz tolle Figuren, verschiedene Figuren. Einfach gezeigt, wie die Mode an denen wirkt. Und es gab sogar so kleine Videosnippets. Also man konnte in so kleinen Videoausschnitten immer auf der Seite verteilt sehen, wie die einfach wirkt, die Kleidung. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Deswegen gibt es da von mir auch 5 Punkte. Der Shop MS Mode bietet Kleidung in sehr, sehr vielen Kleidergrößen an. Und ich finde genau das, was sie machen, mega. Denn es gibt Kleidung ab Größe 40 bis 54 und das hatte ich bis jetzt bei noch keinem Shop, den ich getestet habe und ich finde es so wichtig, weil ich zum Beispiel bin ein Typ, der sich eher Schnitte aussuchen würde, die einfach laut Mode für Plus-Size-Frauen geeignet sind, also weichere Formen, ein bisschen längere Ärmel und ein bisschen verspieltere Sachen, um eben abzulenken. Und oftmals findet man halt in Größe 40, 42 in normalen Geschäften auch nur die Standardsachen, die man halt für kleinere Größen findet, aber nichts, was für größere Größen da ist. Und ich bin schon oft traurig gewesen, wenn ich irgendwie einen coolen Badeanzug in Plus-Size gesehen habe, aber es halt in einer normalen
kleineren Größe diesen Schnitt nicht gab, sondern halt nur einen Schnitt, der schlankeren Frauen steht. Deswegen finde ich das mega genial, dass bei MS Mode Kleidung ab 40 gibt, weil ich halt weiß, dass auf jeden Fall die Schnitte toll aussehen werden. Und das haben sie sich, finde ich, mega gut überlegt. Also dafür gibt es von mir auf jeden Fall ein Däumchen nach oben an MS Mode. Ich habe wieder, wie in all meinen Shop-Tests, als allererstes eine Jeans und ein weißes Oberteil, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, eine gute Jeans im Schrank zu haben und ein schönes weißes Oberteil. Ich habe jetzt hier wieder eine ganz normale blaue Hose ausgesucht. Diesmal ist die tatsächlich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen skinny geschnitten, aber irgendwie anders als bei den anderen Plus-Size-Shops oder bei den anderen Curvy-Shops. Also ich habe das Gefühl, die ist einfach enger geschnitten, hat auch wieder einen sehr großen Stretch-Anteil. Ich finde die Farbe mega gut und es ist eine Größe 42, weil dieser Shop ja bei 42 losgeht. Also bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie die sitzt. Okay, hätten wir die Jeanshose und ich finde sie mega. Ich finde, die sieht so gut aus, vor allen Dingen auch hinten am Po. Also ich mag diese bisschen kleineren Taschen. Ich finde, die sitzt sehr, sehr schön. Also sie sitzt auf jeden Fall sehr bequem, nicht zu hoch. Also ich glaube, die Höhe ist für mich wirklich perfekt, weil die geht so ein bisschen auf den Bauchnabel, nicht zu hoch, dass sie irgendwie an den Rippen eng wäre. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde die Farbe klasse. Mag auch diese Waschung, die so ein bisschen hell ist, aber halt nicht diese runden Kreise hier vorne abzeichnet. Also das finde ich super. Von der Länge könnte sie ein bisschen kürzer sein, aber ich glaube, wenn ich mich recht zurück erinnere, gab es dort nur Kleidergrößen und keine Längen anzugeben. Aber man könnte sie auch hochkrempeln, ist ja sowieso modern. Ich mache das mal kurz. Also ich würde sie dann eher so tragen, hochgekrempelt, weil ich mag das sehr gerne, wenn man einfach noch ein bisschen was vom Fuß sieht. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das einfach schöner. Aber sitzen tut die wirklich super. Die ist überhaupt nicht eng. Sehr, sehr schön. Dann gucken wir mal nach dem T-Shirt. Das ist ja jetzt der erste Shop, wo man Oberteile und Hosen auch ab 42 bestellen konnte. Das heißt, das Oberteil sollte diesmal passen. Oh, das finde ich wirklich süß. Das ist ein bisschen ein außergewöhnlicher Schnitt. Also wir haben hier vorne so einen Druckknopf drin. Man könnte rein theoretisch auch irgendwie so einen Spitzen-BH drunter ziehen und es offen lassen. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Oder man kann es halt zumachen und so tragen. Der Schnitt ist echt süß. Also wir haben so ein bisschen wie ein Fledermausärmel, wenn mich das jetzt hier... Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen wie ein Fledermausärmel. Die Ärmel sind für mich die perfekte Länge. Also das finde ich richtig, richtig gut. Ich mag nicht so ganz, dass es absteht, aber ich glaube, das ist einfach, weil es nicht gebügelt ist und jetzt halt irgendwie zusammengelegt da im Karton lag. Aber ich finde, das sieht toll aus. Es passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich finde es vielleicht ein bisschen großzügig geschnitten, aber es ist ja auch ein Curvy-Shop, Curvy-Mode. Von dem her gibt es auch Frauen mit ein bisschen mehr Busen, da braucht man das. Aber hier unten sitzt es sehr, sehr schön. Also ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das sitzt sehr, sehr gut auf der Hüfte. Das hat hier unten kein Bündchen, sondern ist einfach nochmal so ein bisschen zugenäht. Also dass es so ein bisschen ballonartig fällt. Das finde ich sehr, sehr vorteilhaft, einfach so ein bisschen umspielt. Man kann es trotzdem in die Hose reinmachen, muss man aber nicht, weil es halt eben unten enger wird. Aber ich finde das bisher, glaube ich, von allen Shops das beste weiße Oberteil, was ich bis jetzt anprobiert habe. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Es gibt ein Kleidungsstück, das hat mich, seitdem ich diese Shop-Tests mache, nicht mehr losgelassen. Und zwar habe ich in einem meiner vorherigen Tests, falls ihr die nicht gesehen habt, ich verlinke sie euch gerne nochmal, eine schwarze Hose mit weißen Punkten angehabt. Und ihr fandet die alle mega toll und ich fand sie auch mega toll, aber ich fand sie auch ein bisschen teuer. Drum habe ich mir jetzt hier eine bestellt. Die ist nämlich überhaupt nicht teuer gewesen, ne? Und ich wollte einfach nochmal so eine Pünktchenhose anprobieren. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein anderer Stil. Also das ist jetzt eine Stoffhose, keine bequeme Jerseyhose, wie die andere war. Und so ein bisschen Marlene-Stil, also lang und weit. Ich stehe ja voll auf lange und weite Hosen und auf Culottes. Das wisst ihr, wenn ihr meine Videos kennt. Und das ist jetzt so ein bisschen schicker. Also auch hier oben mit so einem Bügelverschluss und Reißverschluss. Und ich glaube, die könnte echt cool aussehen. Und ich ziehe die jetzt mal an. Okay, ich glaube, ich bin verliebt. Ich finde diese Hose mega genial, weil die sitzt so schön.
Also ich zeig's euch jetzt mal. Die hat hier oben so einen Bund. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also der ist so ein bisschen breiter. Und diesen Metallverschlüsse. Noch einen Knopf, damit das ein bisschen fester ist. Und einen Reißverschluss. Und ich dachte, das könnte vielleicht ein bisschen eng sein oder auftragen bei mir. Weil ja mein Bauch so die Zone ist, von der ich immer so ein bisschen ablenken möchte. Aber die sitzt so schön. Also das macht eine super schöne Figur. Die ist trotzdem am Po nicht zu weit. Könnt ihr das sehen? Also man sieht hier ein bisschen die Abzeichnung vom Po, was öfter mal schwierig ist bei so ganz langen, weiten Hosen, dass das einfach irgendwie alles verloren geht. Und sie hat Hosentaschen. Mega. Und ich finde die Länge mega gut. Also ich trage sie jetzt ein bisschen High-Waist. Ich glaube, man könnte sie auch noch ein Stückchen weiter runter tragen, wenn man größer ist. Aber ich kann die super mit einem ganz dezenten hohen Schuh oder eben auch mit einem bisschen globigeren Sneaker tragen, weil es von der Länge voll gut funktioniert. Der Stoff fühlt sich erstaunlicherweise viel besser an, als ich dachte. Also ich dachte, dieses Anzugstoff ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber die ist innen drin super, super weich. Also sehr, sehr angenehm zu tragen. Ich würde sie jetzt nicht mit so einem Oberteil tragen, sondern mit irgendwas, was halt kein Muster hat. Trotzdem vielleicht ein weißes T-Shirt oder ein leichtes Trägertop. Nichts, was jetzt hier auch noch Pünktchen hat, aber ich finde die echt richtig, richtig gut und die sitzt auf jeden Fall perfekt. Kommen wir zum nächsten Outfit. Ich habe ja meistens in diesen Shop-Tests verschiedene Hosen, verschiedene Oberteile dabei. Und dann entweder Röcke oder kurze Hosen. Dieses Mal ist es ein Rock geworden, der super, super niedlich aussieht, wie ich finde. Und da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Nova Lanelov, Farina Opoku. Die trägt ja immer solche Röcke, also immer sowas Verspieltes mit Rüschen, was Weites. Und ich habe noch nie so einen Rock angehabt und dachte, ich probiere das mal, weil an ihr sieht das einfach immer klasse aus. Also habe ich den bestellt. Ich finde den auch vom Muster und von den Farben sehr, sehr cool. Vor allen Dingen kann man den, finde ich, auch super mit einer Strumpfhose und Boots im Herbst anziehen, wegen diesem Gelbton, der da drin ist. Und in demselben Gelbton eine Bluse, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Rock kombinieren würde, aber ich möchte sie anprobieren. Das ist halt so ein bisschen Tunika-mäßig. Habe ich auch noch nie angehabt, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, das bin nicht so ganz ich, aber ich will einfach mal sehen, wie das mit meiner Figur wirkt. Ist genauso, wie ich es erwartet habe. Die Kombi finde ich irgendwie so ganz fragwürdig. Also das ist überhaupt nicht meins. Was ich aber tatsächlich ganz schön finde, ist der Rock. Ich zeige euch den jetzt mal so, wenn ich dieses super lange Oberteil hier irgendwie rausbekomme. Also das ist dieser ein bisschen lockere Stoffrock. Das ist wie so ein Chiffon, der hier oben drüber liegt und es hat noch so einen Unterrock. Mag ich sehr, sehr gerne. Und ich finde tatsächlich, das ist sehr, sehr harmonisch mit meiner Figur. Also einfach den so ein bisschen höher zu ziehen in die Taille und dann sitzt der so ganz locker. Fühlt sich aber halt nicht so extrem locker an wegen dem Unterrock. Also man hat nicht das Gefühl, da kann ein Windstoß kommen und dann kann jeder drunter schauen. Also ich mag es sehr, sehr gerne, könnte mir aber vorstellen, dass das Muster für mich ein bisschen zu verspielt und ein bisschen zu mädchenhaft ist. Also irgendwie bin ich das nicht so ganz, aber ich kann mir vorstellen, sowas in schwarz oder weiß oder in einfarbig zu holen. Also ich glaube, das könnte cool sein. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr denkt, dass der Schnitt und diese Art von Rock mir steht. Oberteil ist für mich ein absolutes No-Go. Also ich finde die Farbe an sich eigentlich ganz gut, aber in dieser Masse von Farbe, finde ich, sehe ich ein bisschen verloren aus. Das mag ich wirklich nicht so gerne. Ich finde die Ärmel sehr weit. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Also ich dachte, die sind vielleicht ein bisschen enger. Und auch das hier hat halt wirklich sehr viel Platz. Ist aber auch eine 42. Also irgendwie ist mir das alles ein bisschen zu viel Stoff. Und ich finde, ich gehe da total drin unter. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie ich das irgendwie kombinieren könnte. Also selbst irgendwie so ein bisschen in die Hose rein oder so. Glaube ich, tut das nicht wirklich was für meine Figur, weil es mich oben auch noch mehr wirken lässt, als ich eigentlich bin. Kommen wir also ganz schnell zum nächsten Teil. Ich habe wieder ein Kleid dabei. Ein bisschen anderes Kleid. Habe ich so auch noch nie getragen. In Zebraprint. Ich stehe ja total auf Tierprints, also so Leo, Zebra. Mag ich sehr, sehr gerne. Das Kleid ist sehr, sehr dünn. Habe ich aber erst beim Auspacken gemerkt. Hat allerdings hier drunter ein Unterkleid. Also ich weiß gar nicht, wo ich es euch zeigen kann. Hier ist es. Also es ist noch was drunter, deswegen gucken wir jetzt einfach mal, ob es auch durchsichtig ist oder nicht. Und ich fand den Schnitt sehr spannend. Ich ziehe es mal für euch an. Sieht fast genauso aus, wie ich es erwartet habe, ehrlich gesagt. Und ich finde es echt ganz süß. Ich finde es ganz cool. Ein bisschen schade ist, dass es hier oben
sehr, sehr locker ist. Ich meine, ich habe jetzt auch noch so einen ganz glatten BH an und das Material da drauf rutscht sehr viel rum. Aber ich würde mir dann vielleicht entweder einfach so ein schwarzes Bustier drunter ziehen. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn da ein bisschen was rausschaut. Aber es ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich finde sehr, sehr gut, dass man überhaupt nichts durchsehen kann. Also ich drehe mich mal für euch. Man sieht wirklich gar nichts durch und das Material ist wirklich sehr, sehr dünn. Aber es ist ganz, ganz toll mit diesem Unterkleid hier. Das nimmt das alles ein bisschen weg. Und auch wieder wie beim Rock, man hat einfach das Gefühl, man hat noch was an der Haut. Und auch wenn irgendwie Wind geht oder so, ist man nicht sofort nackig, wenn da was fliegt. Also das finde ich wirklich sehr angenehm. Die Länge könnte bei mir so ein bisschen kürzer sein, also nur so knapp übers Knie. Ich glaube, das wäre ein wenig vorteilhafter. Finde ich aber jetzt auch nicht unbedingt störend, weil ich bin sowieso jemand, der irgendwie immer so an seinen Sachen rumspielt. Aber sonst vom Schnitt finde ich es wirklich großartig. Ich mag auch wieder sehr gern diese Ärmellänge. Man kann hier unten ein bisschen, seht ihr das? Also es ist hier angenäht. Ich weiß nicht, ob jeder von euch das mag, weil da kann man so ein bisschen reinschauen, aber mich stört es gar nicht. Wie gesagt, Ausschnitt würde ich einfach was drunter ziehen und es sitzt hier sehr angenehm. Also es hat hier einen Gummibund, da kann man es auch noch so ein bisschen hochziehen oder eben noch ein bisschen runterziehen und ich finde es einfach irgendwie cool. Es lenkt ab mit seinem Muster. Ich finde nicht, dass ich unbedingt breiter aussehe da drin, weil die Taille betont ist. Also das ist für mich auf jeden Fall auch ein Gewinner. Ein Teil habe ich noch für euch dabei, auf das ihr immer ganz scharf seid, und zwar einen Jumpsuit. Das allererste Mal ein Jumpsuit in einem Stil, den ich selbst noch nie getragen habe. Und zwar ist der lang, unten ein bisschen enger. Das habe ich sowieso noch nie angehabt, weil ich trage eigentlich immer ganz weite. Und er ist hier vorne so ein bisschen wie ein Hemd, also geknöpft mit einem Hemdkragen und kurzen Ärmeln, die auch nochmal so ein bisschen den Umschlag haben. Hatte ich noch nie an. Erinnert mich so ein bisschen an den Overall oder so den Arbeitskittel. Aber ich fand tatsächlich das Muster sehr, sehr schön. Es ist feminin, es ist nicht zu übertrieben, nicht zu mädchenhaft. Und jetzt gucken wir mal, wie er sitzt. Also, ich weiß ja nicht recht. Das ist jetzt total witzig, weil ich mir sicher bin, dass das ganz, ganz vielen von euch an mir gut gefallen wird. Aber irgendwie bin's nicht ich. Ich sage euch mal warum. Ich finde die Hose irgendwie too much. Also sie ist lang, sie ist ein bisschen enger unten und dann hat sie auch noch Muster. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, dass meine Beine darin komisch aussehen. Also es ist einfach nicht so meins. Ich finde, es hat irgendwas von Jogginghose. Also das mag ich nicht, weil ich es nicht elegant genug finde. Und obenrum, also die Positionierung von dem Bindegurt, also von diesem Gummiteil hier in der Mitte, finde ich ganz okay. Also diese Höhe finde ich okay. Ist natürlich bei mir auch wieder ein bisschen schwierig, weil man kann es sehen. Das ist halt genau der Bereich, wo ich bräuchte, dass irgendwas passiert, ist glatter Stoff. Ist vielleicht nicht so ganz optimal. Und das hier oben ist für mich wie ein Hawaii-Hemd. Ich kann nicht sagen, warum, aber es gefällt mir überhaupt nicht. Also ich mag nicht, dass es ein weibliches Muster hat, aber einen männlichen Schnitt hat. Also diesen Kragen mit den Ärmeln und diesen Knöpfen. Und dann auch noch unten dasselbe Muster kommt. Irgendwie finde ich es nicht harmonisch. Also ich mag es nicht so gerne. Ich weiß, dass es ganz vielen von euch gefällt und ich weiß auch, dass es an ganz vielen Frauen toll aussieht, die ein bisschen größer sind vielleicht, wenn die sowas tragen. Aber an mir gefällt es mir nicht. Ihr müsst jetzt mal oben abstimmen, ob ihr findet, das sieht gut aus oder nicht, weil ich bin gerade mega verunsichert. Denn was ich jetzt so im Spiegel sehe, ich weiß es nicht. Ich bin echt unentschlossen, aber ich glaube, ich mag es nicht so gerne. Okay, das ist immer eine Tortur, in diese ganzen Sachen rein und raus zu schlüpfen, aber ich habe es geschafft und ich habe eine Bewertung für euch. Der erste Punkt, den ich bewerten möchte, nachdem ich jetzt anprobiert habe, ist die Passform der Kleidung, also die verschiedenen Schnitte, die Passformen, und da bin ich wirklich mega happy gewesen. Vor allen Dingen bei so Sachen wie dem weißen T-Shirt, da hatte ich bis jetzt ja nicht so viel Glück bei den Shop-Tests, weil es die Sachen meistens erst ab Größe 44 gab, was bei mir untenrum passen kann, aber obenrum einfach zu groß ist. Und hier hatte ich eben die Möglichkeit, auch in 40 oder 42 zu bestellen und das hat toll gepasst. Also da bin ich sehr, sehr happy. Es gibt ein paar Teile, zum Beispiel diese Tunika, also dieses gelbe, mächtige Ding. Ich weiß nicht, ob das von denen so gewollt war, dass das so viel Stoff hat, aber das fand ich jetzt nicht unbedingt so passend. Deswegen ziehe ich einen Punkt ab und gebe 9 von 10 Punkten. Kommen wir zum absolut krassesten Punkt bei diesem Shop-Test. Und das hat mich so überrascht, denn ich bin auf die Seite gegangen. Natürlich nichts ahnend, weil ich keine Ahnung hatte, was diese Marke überhaupt ist. Und habe mich dann so ein bisschen durchgescrollt. Und immer wieder habe ich mir gedacht, hä, wieso ist denn da alles im Ausverkauf? Warum ist denn das alles so günstig? Bis ich irgendwann gecheckt habe, die Sachen sind so günstig. Also, wir haben Kleidung, die
extrem günstig ist, meiner Meinung nach. Und dann war bei mir natürlich sofort im Kopf Alarmsignale, gut, dann ist die Qualität halt nicht so gut. Und jetzt habe ich die Sachen ja alle anprobiert und vor allem im Vergleich zu den anderen Shops kann ich sagen, dass die Qualität nicht abstinkt. Es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel diese Tunika hatte, finde ich, so einen sehr, also da hat man einfach gespürt, dass das kein gutes Material ist. Das war so ein bisschen steif und kratzig und nicht so schön, aber die Jeanshose, Bombe, mindestens genauso gut wie in allen anderen Shops. Auch die Farbe und die Passform, wunderbar. Und dann ist der Preis natürlich gigantisch. Ich liebe die Marlene-Hose, das Material ist mega. Auch diese Bluse, die weiße, super. Also ich kann wirklich nicht sagen, dass die Qualität darunter leidet, dass es so günstig ist. Und deswegen gibt es von mir definitiv volle 10 von 10 Punkten für die Preis-Leistung. Ich fasse nochmal ganz kurz für euch zusammen, damit ihr nochmal alles im Kopf habt. Also wir haben Aufbau und Struktur vom Shop. Prima, volle 5 Punkte. Die Menge, ein bisschen wenig, aber für jeden was dabei. Und vor allen Dingen die Größensortierung, also 40 bis 54, brillant. Deswegen 4 Punkte. Dann haben wir die Modernität. Da würde ich auf jeden Fall 4 Punkte geben, weil sie sich sehr, sehr bemüht haben, einfach für jeden was auszusuchen. Die Produktfotografie und diese kleinen Videos, die haben es mir schon ein bisschen angetan. Deswegen da volle 5 Punkte. Und jetzt am Schluss habe ich ja gesagt, 9 Punkte für das Passform. Das Passform, die Passform und 10 Punkte für Preis-Leistung. Das macht summa summarum volle 36 Punkte. So viel gab es noch nie in einem Shop-Test, aber wie gesagt, ich bin wirklich begeistert und ich werde definitiv noch öfter in dem Shop vorbeischauen. Wenn ihr auch Bock drauf habt, dann guckt einfach mal in der Infobox, habe ich euch die Sachen verlinkt und ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen und wenn ja, Däumchen nach oben nicht vergessen, Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!